Hallo, ich bin Katharina und mit diesem Video möchte ich dir mehr über die dreiteilige Workshop-Serie erzählen, die visionären Solopreneuren hilft, mit all ihren Ideen und Ausbildungen auf den Punkt zu kommen. Die meisten von uns gehen durch eine Zeit des Nebels. Dieser Nebel kann Jahre dauern und das ist ein schmerzlicher Zustand, denn wir wissen wahnsinnig viel, wir sind meistens hochintuitiv, wir haben sehr viel persönliche Erfahrung. Und das kann ein verrückt machen, das Gefühl zu sein, dass wir trotz all des Know-hows nicht nach draußen kommen, nicht auf den Punkt kommen und uns immer wieder fragen, was habe ich der Welt zu sagen. Und das führt dann dazu, dass wir uns in regelmäßigen Abständen wieder neu erfinden, unsere Homepage wieder neu schreiben, einen Erleuchtungsmoment haben, jetzt weiß ich es, das ist es, was ich mache. Und zwei Tage später bröselt es wieder unter unseren Fingern zusammen. Ich selber war in dieser Schlaufe ziemlich lange gefangen. Ich war fassungslos, ich habe mich geschämt, es war super verwirrend. Es war eine sehr einsame Zeit und es hat wirklich gedauert, bis ich verstanden habe, überhaupt woran ich festhänge. Denn lange Zeit bin ich all diesen Seminaren da draußen gefolgt, diesen Business-Trainings von List-Building und besseres Copywriting und Branding und da. Und ich habe mich da voller Elan reingestürzt, um zu merken, das führt nirgendwo hin, solange die Fundamente nicht klar sind. Und für Solopreneure und für visionäre Solopreneure ist das eine große Herausforderung, diese Fundamente auf die Reihe zu kriegen, denn diese Form von Business-Klarheit, wenn wir sehr persönliche Dinge teilen mit unserer Arbeit und in unserer Arbeit, bedeutet, dass wir uns mit unserer Geschichte aussöhnen, dass wir einen tieferen Zugang zu unserer Power bekommen und dass wir herauswachsen aus einer alten Identität. Und diese alte Identität ist quasi kleiner, als wir wirklich sind und verbunden mit ich weiß nicht und ich kann nicht und ich bin nicht sicher und wen wird das interessieren und was für einen Wert hat meine Arbeit überhaupt. Ich arbeite sehr viel mit Mastermind-Gruppen, denn nach meiner Erfahrung brauchen wir in dieser Startup-Phase wahnsinnig viel Support. Wir brauchen Spiegelung, wir brauchen Bühnen, wir brauchen Räume, wo wir uns ausprobieren können und wo Leute sagen, hey, das landet bei mir oder das spüre ich oder da sehe ich immer wieder dein spezielles Aroma von Power und hier wirst du für mich unsichtbar. In meinen Mastermind-Gruppen arbeite ich ich mache einen Mix, darum nenne ich das nicht Mastermind an sich, sondern es ist ein Mix aus Mastermind, intensiver Arbeit mit Buddies, also in kleinen Gruppen und 1:1 Coaching, plus dem nötigen Know-how, wie man durch diesen Nebel rauskommt. Das ist ein sehr spezifisches Know-how, das quasi eine Stufe vor den ganzen strategischen Business-Geschichten liegt. Und was ich dir aber versprechen kann, ist, dass es ein Know-how ist, das dir diese tiefe Klarheit geben wird, die du verkörpern kannst. Das ist also kein logischer Prozess, sondern es ist ein transformativer Prozess, der aufregend ist, der rote Backen bringt und manche schlaflose Nacht und viel Adrenalin ins System bringt, aber es ist ein Prozess, der zurück zu uns nach Hause führt. Und um dir ein Aroma von meiner Arbeit zu geben, lade ich dich ein, wenn du Lust hast, an allen drei dieser Workshops teilzunehmen oder auch nur an einem, sie haben drei verschiedene Themen. Das erste geht um eine Lagebestimmung, dass du mal verstehst, wo bist du denn überhaupt unterwegs und was steht wirklich an. Das ist die größte Aufgabe am Anfang, dass wir überhaupt erkennen müssen, welcher Schritt wirklich vor uns liegt, dass wir uns all die Schritte, die gerade noch nicht relevant sind oder nicht mehr relevant sind, dass wir uns nicht mit denen verzetteln. Das zweite ist, wie finden wir unsere eigene Stimme? Also was gibt es da für Werkzeuge und was ist es, was wir da wirklich suchen und warum dieser Klimmzug so hart ist? Und das dritte ist ein Kernelement meiner Arbeit, das ich normalerweise nur in bezahlten Gruppen teile. Da schauen wir uns an, wie man ein Business als Prozess versteht. Wenn wir prozesshaft denken, kommen alle Ausbildungen und diese ganze Buntheit, von dem wir sind, unter einen Hut. Solange wir versuchen, uns auf eine Ausbildung zu fokussieren, klappt es überhaupt nicht. Wir sind größer als eine Ausbildung und unser eigenes Know-how muss da rein. Und wie man das macht, zeige ich dir im dritten Workshop. Es ist immer ein Mix aus Know-how, also wie geht das, wie sieht die Landkarte aus, was geschieht da und welche Werkzeuge gibt es. Und du lernst auch drei verschiedene Mastermind-Settings kennen. Das sind also wirklich Workshops, wo du nicht irgendwie nebenbei, keine Ahnung, einen Shetland-Pulli stricken solltest mit komplizierten Mustern, sondern
Wir werden uns sehen, wir arbeiten mit Video, wir werden miteinander sprechen, du wirst über dein Business reden, du wirst neue Leute kennenlernen. Also es ist ein wirklicher Workshop zum Mitmachen, darum gibt es keine Aufzeichnung. Entweder du bist da, machst mit und wirfst dich rein oder du kommst halt vielleicht, wenn du Lust hast, zu einem späteren Workshop vorbei. Voilà, das sind die Infos. Mehr findest du auf der Landingpage. Wenn du Fragen hast, kannst du mir super gerne eine Mail schreiben an support@katharina-zuleger.com. Hab einen guten Tag. Liebe Grüße, Katharina.